Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich über das Benachrichtigungscenter im Windows-Betriebssystem sprechen. Konfigurieren, verwenden und deaktivieren von Benachrichtigungen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Benachrichtigungszentrum benachrichtigt den Benutzer über das verschiedene Ereignisse eines bestimmten Programms oder das System selbst. Dies können beispielsweise Antivirenmeldungen, Systembenachrichtigungen über die Folie-Festplatte oder über den Betrieb eines bestimmten Programms sein. Das Windows-Benachrichtigungszentrum ist recht einfach zu verwenden und kann auch ganz einfach an die Wünsche der Benutzer angepasst werden. Solche Pop-up-Benachrichtigungen werden in der unten rechten Ecke Ihres Desktops direkt über dem Benachrichtigungsbereich in der Taskleiste angezeigt. Wenn die Anwendung Sie über eine Aktion oder einen Zustand des Betriebssystems informieren muss, wenn Sie die Benachrichtigung nicht selbst schließen, wird sie nach 6 Sekunden automatisch ausgeblendet. Und wenn neue Benachrichtigungen angezeigt werden, wird das Symbol Windows Notification Center in der Taskliste weiß und zeigt die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Wenn keine neuen Benachrichtigungen vorhanden sind, wird dieses Symbol ohne numerische Bezeichnung leer angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Windows Notification Center zu öffnen. Rechts wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem alle Ihre letzten Benachrichtigungen angezeigt werden. Wenn mehrere vorhanden sind, werden diese nach separaten Anwendungen gruppiert. Wenn Sie auf eine der Benachrichtigungen klicken, wird ein Programmfenster geöffnet, da diese Benachrichtigung oder bestimmte Systemeinstellungen gesendet hat, je nach Benachrichtigung. In diesem Fenster werden mögliche Lösungen nur Statusinformationen angezeigt. Manchmal wird das Ergebnis von Aktionen beim Klicken auf eine bestimmte Benachrichtigung direkt selbst in der Benachrichtigung erläutert. Wenn beispielsweise Updates für das Betriebssystem oder einzelne Anwendungen und Programme verfügbar sind, wird dies in der Benachrichtigung explizit angegeben. Wenn Sie darauf klicken, werden die entsprechenden Updates gestartet und installiert. Löschen von Benachrichtigungen im Windows Notification Center. Um solche Benachrichtigungen zu löschen, müssen Sie nur den Mauszeiger über eine bestimmte Benachrichtigung in diesem Bereich bewegen und Schaltfläche löschen. Eine Schaltfläche in Form eines Kreuz wird angezeigt. Und um diese Benachrichtigung zu löschen, klicken Sie einfach auf diese Schaltfläche. Nach dem Löschen der ausgewählten Benachrichtigung kann diese nicht wiederhergestellt werden. Sie können auch den gesamten Benachrichtigungsblock für die ausgewählte Anwendung löschen, indem Sie den Mauszeiger über den Namen der Anwendung bewegen und auf die dort angezeigte Schaltfläche löschen klicken. Und wenn Sie sie alle löschen müssen, klicken Sie einfach auf Alle Benachrichtigungen löschen in der unten rechten Ecke. Konfiguration und Deaktivierung von Benachrichtigungen. Um solche Benachrichtigungen zu konfigurieren, öffnen Sie Einstellungen, indem Sie auf das Startmenü und dann auf System Benachrichtigungen und Aktionen klicken. Im Abschnitt Benachrichtigungen sehen Sie eine Liste der Benachrichtigungseinstellungen. Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Wenn Sie verhindern möchten, dass Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn Sie den Sperrmodus für den Computerbildschirm verwenden, schalten Sie ihn aus, indem Sie den Schieberegel in die Position ausbewegen. Erinnerungen und eingehende VoIP-Anrufe auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Nach Deaktivierung der Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm werden weitere Erinnerungen und eingehende Anrufe angezeigt. Wenn Sie den Schieberegel in die Position ausbewegen, werden solche Erinnerungen angezeigt. Die folgenden beiden Optionen sind Windows-Begrüßungsbildschirm nach Updates anzeigen und manchmal beim Anmelden
und über neue Funktionen und Angebote informiert zu werden und Tipps, Tricks und Empfehlungen bei Verwendung von Windows abrufen. Wenn Sie nicht an solchen Tipps, Vorschlägen, neuen Funktionen oder Ankündigungen interessiert sind, kann trennen. Mit der Option Benachrichtigungen von Anwendungen und anderen Absendern empfangen, können Sie alle Benachrichtigungen vollständig deaktivieren. Stellen Sie dazu den Schalterwert auf die Position aus. Danach werden die Änderungen sofort auf die Benachrichtigungseinstellungen angewendet. Unten sehen Sie den nächsten Abschnitt Benachrichtigungen von diesen Anwendungen erhalten. In diesem Abschnitt können Sie Benachrichtigungen für bestimmte der präsentierten Programme deaktivieren. Wenn Sie es satt haben, einen von Ihnen zu benachrichtigen, schalten Sie einfach den Schieberegel für dieses Programm in die deaktivierte Position. Um weitere Parameter anzuzeigen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Programm. Eine weitere Seite wird geöffnet. Auf dieser Seite können Sie Benachrichtigungen für die Anwendung deaktivieren, festlegen, ob Benachrichtigungsbanner angezeigt werden soll oder nicht, Benachrichtigungen privat halten, Benachrichtigungen im Benachrichtigungszentrum anzeigen oder einen Sound abspielen. Wenn Benachrichtigungen empfangen werden, steuern Sie auch die Anzahl der sichtbaren Benachrichtigungen und priorisieren Sie solche Benachrichtigungen. Möglicherweise werden nicht alle Programme in dieser Liste angezeigt und einige von Ihnen verfügen möglicherweise über eigene Benachrichtigungseinstellungen. Um sie zu ändern, gehen Sie zu den Einstellungen des Programms. Wie deaktiviert man das Benachrichtigungscenter über die Registrierung? Zusätzlich zum Deaktivieren von Benachrichtigungen in den Einstellungen besteht weiterhin die Möglichkeit, diese über die Registrierung zu deaktivieren. Öffnen Sie dazu das Ausführungsfenster mit Win plus R und geben Sie RegDeep ein. Wechseln Sie dann zu HKEY-Current-User Software Microsoft Windows Current Version. Notifications. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die rechte Seite des Editors und wählen Sie Erstellen. Der D-Word-Parameter ist 32-Bit. Geben Sie den Namen Toast Enabled ein und lassen Sie 0 als Wert. Als nächstes müssen Sie den Computer neu starten. Nach dieser Benachrichtigung sollten Sie sich nicht mehr darum kümmern. Um das Benachrichtigungscenter aus der Taskleiste zu entfernen, gibt es auch zwei Möglichkeiten über die Registrierung und mithilfe des lokalen Gruppenrichtlinien-Editors. Gehen Sie im Registrierungseditor den Pfad entlang. HKEY-Current-User Software Policies Microsoft Windows Explorer. Wenn hier kein Explorer-Abschnitt vorhanden ist, müssen Sie ihn erstellen und anschließend in diesem Abschnitt einen D-Word-32-Parameter mit dem Namen Disable Notification Center und dem Wert 1 erstellen. Um es nach einem solchen Herunterfahren wieder einzustellen, genügt es, diesen Parameter zu löschen oder auf 0 zu setzen. Die Deaktivierung des Benachrichtigungscenters über den lokalen Gruppenrichtlinien-Editor. Um das Benachrichtigungscenter über den lokalen Gruppenrichtlinien-Editor zu deaktivieren, öffnen Sie das Ausführungsfenster, geben Sie gpedit.msc ein, gehen Sie zu den Abschnitten Benutzerkonfiguration, administrative Vorlagen, Startmenü und Taskleiste. Suchen Sie die Option Benachrichtigungen löschen und das Benachrichtigungscenter-Symbol. Öffnen Sie es und setzen Sie diesen Parameter auf aktiviert. Als nächstes müssen Sie den Computer neu starten oder den Explorer neu starten. Um den Explorer neu zu starten, müssen Sie den Task Manager öffnen. Wie Sie den Task Manager starten und seine Funktionen in einem unserer Videos sehen, der Link befindet sich in der Beschreibung. Hier suchen wir den Explorer und starten ihn neu. Danach verschwindet das Benachrichtigungssymbol aus der Taskleiste.
Sie können ihn aktivieren, indem Sie diesen Parameter auf seinen ursprünglichen Wert zurücksetzen. Sie können das Benachrichtigungscenter-Symbol auch der Taskleiste entfernen, indem Sie zu Einstellungen, Personalisierung, Taskleiste, Systemsymbole ein- und ausschalten gehen. Hier können Sie es einfach ausschalten. Und das ist alles für heute. Bitte Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.